Sochi. Details Kata Sochi. Wir starten mit der ersten Technik bzw. mit den ersten zwei Techniken. Nummer 1 ist Musugamai. Ja. Hierbei ist zu achten, wenn ihr startet, erst in die Beuge gehen, den Fuß ranziehen, überkreuzen, wenn der Fuß aufsetzt, die Hüfte einsetzen. Nach vorne drücken. Der rechte Arm ist nicht Gedanbarei, sondern ist leicht nach innen, ist ein Block. Als nächstes beim Start gleichzeitig ausholen, Fußball am Boden, der Arm ist schon ziemlich weit vorne. Ganz eindrehen, die Hüfte nach vorne drehen, Hikite und jetzt der Rennzugi leicht aus der Hüfte. Ich zeige die ganze Bewegung in einer Zeit. Teil 2, seitlich Manchuki überkreuzen, Hände offen, Hüfte wegdrehen. Nächster beim Vorwärtsgehen, der Arm bleibt hinten als Vorspannung, der linke Arm bleibt ebenfalls stehen und jetzt über die Hüfte die Abwehr. Und wieder Tante Sho und Kanenzuki. Ich zeige den Teil nochmal als Ganzes. Teil 3 sind die beiden Yogogins. Als erstes die Gewichtsverlagerung und die Drehung auf der Ferse. Also ran, die Yogogin im Sochi-Match. Der Unterarm oder das Handrücken zeigt nach oben. Dasselbe zur anderen Seite, aber direkt ran, Yogogin und Sochi-Match. Ja, achtet darauf, dass das Knie nicht nach innen fällt, sondern beim Enki entgegengedrückt wird. Im nächsten Teil die 6 Shuto. Achtet bitte auf das Timing. Den nächsten Teil zeige ich einmal im Detail und dann einmal zusammengesetzt. Nummer 1 aus dem Shuto-Ki, Yoriash und Osai-Ki, Chodan-Nuki-Ki. Wenn der hintere Fuß rangeht, schlage ich Chodan. Als nächstes ohne Bewegung des Oberkörpers, nur die Gewichtsverlagerung aus dem Zentrum, Kisame-Giri, beim Absetzen Mani-Giri und Urazuki. Ja, die Details dabei sind wichtig. Nach diesem Nukite Kisame-Giri zurückschnappen und beim Absetzen Mani-Giri und beim Zurückschnappen kommt der Block. Beim Absetzen Hüfte und Urazuki. Als Ganzes vom Timing her ist das eine durchgängige Kombination. Ja! Von hier weg der Nagashi-Uki und der Urazuki von hier. Das ist Urazuki, Nagashi-Uki, Ellbogen nahe am Körper, Handrücken nach vorne und in Höhe vom Ohr. Und das kann Urazuki sein, man kann auch Urake machen. Ja, weil die Bewegung kommt zweimal vor, also einmal rechts und einmal links und der Ellbogen soll ganz eng am Körper sein, Urazuki, und auf der anderen Seite ebenfalls ganz eng am Körper, am Ohr. Also ungefähr
Kopfhöhe. Jetzt bei der Wendung aufpassen, unten bleiben. Ich mache es wieder langsam als erstes. Der linke Arm geht nach hinten, der Block. Bei der Drehung über die linke Ferse, der rechte Arm bleibt oben. Nicker zu Gigiri, muss sogar mal. Und dann schräg Uchiyuki überkreuzen im Sojin-Dutch. Und Tsuki ebenfalls aus der Hüfte, Tsuki. Dieselbe Zahnseite. Und vor. Alles im Sojin-Dutch. Jetzt das Ganze am Stück, ohne Pause. In der Originalgeschwindigkeit. Der letzte Teil der Kata. Uchiyuki. Denkt immer im Sojin-Dutch bleiben. Kyaku Uchiyuki, ganz eng über die Mitte. Knie nach außen, Hüfte nach vorne. Beim Maige erst zurückschnappen. Jetzt kommt Yumi zu Tsuki. Yumi heißt greifen und ziehen. Die rechte Hand bleibt jetzt beim Tsuki gerade. Tate Tsuki. Und aus der Hüfte. Ja! Tja. Ich zeige die ganze Bewegung noch einmal. Dabei das Gewicht leicht nach vorne. Ha! Den Teil nochmal von der anderen Seite, damit ihr die Gewichtsverlagerung besser seht. Ha! Bunkai Teil 1 Kata Sojin. Es geht um die ersten zwei Bewegungen. Mugamai, Tate Shuto, Rentsuki. In der ersten Bewegung zeigen wir nur den ersten Teil. Gegner greift an Oizuki Chodan und Kyabutsuki Chodan. Nummer 1, Chodan Block. Jetzt kommt der Kyabutsuki Chodan. Ich wechsle die Arme. Der Gegner kann hier oder hier sein. Oder auch hier in den Oberschenkel rein, dass es ihn nach innen gibt. Das sind die drei Bewegungen. Nummer 2, jetzt die ganze Kombination, wieder Chodan, blocken, Kyabutsuki Chodan, in die Leiste rein, fassen, den Gegner wegdrücken, als erstes gegen das Ellbogengelenk oder den Tsuki als erstes, oder wenn ich hier fasse, Ellbogen und Tsuki. Ja. Je nachdem, wo ich den Gegner habe, wenn ich ihn hier habe, dann kann ich Tsuki, den macht er als Gedanbare Block, den Kyabutsuki Chodan als Uchiyuki. Dann haben wir die Situation etwas anders. Nochmal die letzte Bewegung. Links und rechts, das letzte. Und Shi. Oder als Gedanbare und Uchiyuki. Und Nummer 3, die erste Bewegung gegen Maigeri. Ich gehe direkt in den Gegner rein, gehe weg, übernehme, Uchiyuki. Nochmal langsam. In den Gegner rein, in die Leiste. Ich drehe mich weg, annehmen, übernehmen. Gegen das Ellbogengelenk und Uchiyuki. Im zweiten Teil geht es um folgende Bewegung, also nach dem ersten Abschluss, nach links, Manchiyuki, Musugamai, Tate Shuto, Rentsuki. Nur die eine Seite. Wir zeigen es etwas schräg, dann sieht man das besser. Also die Ausgangsbewegung ist ja das hier. Jetzt kommt Kisamitsuki zum Beispiel. Blocken und ins Gesicht. Somit ist dieser Arm ausgeschaltet. Der nächste Gegner. In der Kata geht man vorwärts. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, wenn der Gegner mit dem Fuß angreift, dann geht natürlich rückwärts. Rückwärts blocken, fassen, drücken und Rentsuki. Der Teil ist der Yokogiri. Ich zeige euch mal vor, wir sind von der Kata weg. Also nach links, Yokogiri, Empi. Die Bewegung soll eine Senbewegung, also dem Gegner zuvorkommen.
bedeuten. Also von hier, Bewegung, hier. Also mehr als Stoppschritt, runter und dann Ellbogen. Weil sonst ist die andere Hand im Weg, also runterziehen und gegen Ellbogen. Im nächsten Teil zeige ich den Übergang der letzten vier Shuto-Ki. Also Shuto-Ki, Shuto-Ki, Shuto und Shuto. Ja. Erste Bewegung, also ich stehe links vorne zum Beispiel. Ja. Kisami zu Kisami, Ich, Block. Jetzt kommt Kyabutsuki. Ich gehe zur Seite, Block und dann gehe ich nach vorne und San, runter. Ja. Also bis zum Boden. Nochmal langsam, also von der Bewegung her in der Kata ist Ich, Ni und vorwärts. Genau dasselbe. Ich, blocken, blocken und Schritt vorwärts. Kann erst entweder mit dem Ellbogen hier und dann runterdrücken oder direkt Shutuchi zum Hals. Beides ist okay. Der nächste Teil ist von hier. Shuto, Osaioki, Kisamigiri, Maigiri und Uratsuki Nagashioki. Erste Bewegung jetzt zeigen Schritt für Schritt. Oizuki Chudan, Shuto. Nächste Kyabutsuki, blocken, Chudan Block. Ja, ist auch wichtig, ich stecke zum Hals, deswegen soll er blocken. Jetzt mit vorderem Fuß Kisamigiri, dass er weggeht von mir. Und ich greife sofort an mit Kisamigiri. Jetzt drücke ich nach, Maigiri wieder an das. Zweite Technik. Hier Block und rechts unter den Hüften und das Kinn. Wir machen es einmal langsam ohne Kommentar. Der nächste Teil ist nach dem Kiai. Musukamai. Uchiuki. Oizuki. So, Nummer 1, ich schaue den Gegner an, der greift an Chodan Oizuki. Das erste ist Block, den Mikazugi-Geri weicht er aus, denn sonst, wenn er schwer getroffen wird, dann ist der Kampf hier zu Ende. Ich habe Blocken und jetzt gehe ich weiter, Uchiuki und Kyabutsuki. Ja, das soll den Uchiuki andeuten, den Kopf einfach zur Seite und den Zuki hier. Letzter Teil der Kata, zeige es nochmal, Uchiuki, Kyabutsuki. Maigiri, Yumitsuki und Renzuki. Mit Partner. Ich zeige dir zwei Möglichkeiten. Das eine ist, das erste ist Oizuki Chudan annehmen, übernehmen. Maigiri hinten absetzen. Als erstes Tsuki hier in die Rippe, dann blocken und den Tsuki nach. Nummer zwei, er greift mit links und mit rechts an. Uchiuki, Yakuchiuki, Maigiri, absetzen und Oikomitsuki. Ja. In der Kata ist vom Yumitsuki Tadezuki Chunzuki. In dieser Bewegung, wenn der Maigiri fertig ist, entweder hier den Block oder hier, das ist Yumitsuki, und jetzt Oikomitsuki direkt nach vorne und nachgeben. Thank you.